So, und damit natürlich ein allerherzliches Willkommen zurück, oder willkommen zu, zurück noch nicht, willkommen zu Let's Play FIFA 17. Und zwar zocken wir die Demo und sobald ich weiß, kann man da auch in diesen The January-Modus ein bisschen reingucken. Und das habe ich, genau das habe ich vor. Das wird natürlich absolut der erste Part, da sieht man auch die erste Änderung mit der Frostbite Engine. Und ich habe mal eine kleine Partie gemacht, also nur so ein Testspiel. Ist schon noch mal wieder ein etwas anderes Game. Und ja, aber man wird es ja, denke ich mal, gleich sehen, wenn man mal in den The January Mod gehen, ja, das können wir kaufen und so. Und hier ist er, Hunter. Und wir gucken jetzt mal rein und schauen, was EA uns da sehen lässt. Did they spell your name right, my petit? Hunter und Walker. bessere Namen gibt's nicht, Alter. All right, lads. I don't need to tell you how important a winning start is. Keep it tight, work hard for each other, and the chances will come. We've all seen the team sheet. Walker, you're leading the line. Hunter and the rest of the subs, I want you ready. You're not there to get a suntan. Well, let's go and show these supporters what we can do, eh? Locker bleiben, holen wir uns den Sieg. Mach ein Tor für mich. Bag one for me, mate. Good luck. Time to make my mark. Ein bisschen arrogant geworden, oder jetzt? Right, that's us, boys. Starters to the tunnel, subs to the bench. Let's look like we mean it. Der andere Kollege ist ein bisschen sehr im Tunnel, glaube ich. So, da sehen wir dann die Stellpfiff mitspielen, mit Hunter spielen. Mortuel, Roni, Mkhitaryan. Okay. Mkhitaryan, Carrick, Snyder's Morning Belly, Damien, die Jürger Show. Oh, natürlich kann man hier sagen, mit Hunter spielen und mit Team spielen. Also, ne, wir spielen dann mit allen. Oder wir sagen, wir nehmen mit Hunter. Ich nehme jetzt einfach mal nur Hunter. Und lädt, lädt, lädt. Da sehen wir jetzt hier die Tabelle. Da sehen wir dann auch unserem Spieler Hunter. Ich weiß nicht, ob wir jetzt eingewechselt werden. Das wäre natürlich sehr nice. Oh, gegen Chelsea. Yet again, Manchester United with this great tradition going back to the Busby Babes in the 1950s. They love young players, and they've got Gareth Walker getting a Premier League start and Alex Hunter on the bench. Yeah, two excited players, and Gareth in particular is somebody that the fans have taken to here. Ist nicht so voll arrogant geworden anscheinend. Vorher Best Buddies und so, herzlichen Glückwunsch und so. Er ist Startelf und ist voll der Arroganten. In the first half of the first game of the season that Chelsea were looking for, they have conceded their first goal of this new season and they haven't replied. Looking for an equaliser. And that's
the Chelsea equaliser. Well taken and well deserved too, I think. Mourinho. Looks like we're going to see a Manchester United change. 20 minutes left. Onta or Mill? And it's Alex Hunter who's warming up. This will be his debut. Wir machen uns warm. A bold move from the Manchester United. Komm, wir ins Game. Wer bist du? 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 It's not the friendliest of environments in which to make your first appearance. Yeah, he's just going to have to deal with it. He needs a good big match temperament here. Welcome to the Premier League, son. Gaffer wants you to get after that back four. Centre halves are fading. Use your pace, get in behind him, right? You ready, lad? Ich will rein. Ist ziemlich irre. Ist ein Spiel wie das andere. Ich will rein. Just get me out of there. I like your bottle. Just remember what we told you. Keep your discipline. Da kommt schon cool, dieser Mod. Da freue ich mich schon sehr drauf. Showing a sign of intent. But 1-1, you can put it past Alex Hunter to make himself a hero, get the winner. Kommt für unseren Kollegen rein. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Minute. Oh. So far for you coming up on the screen. Well, nothing to split the two sides. This is when you're looking for somebody to pick out a hole, create the pass, create the goal. On the attack here. Tried to tackle here, and he's done that. Well, they passed their way up into a good position here and then just lost the concentration, lost the ball as well. And it's a shot now! Ah, spiel doch ab. Ich wäre frei gewesen. Ich wäre frei gewesen. Ah, bisher, diese Hunter-Motte ist cool. Ah, wie gesagt, ich bin eher dann so, sowieso dann so einer, dass ich nicht das ganze Team spiele, sondern dann auch nur den einzelnen Spieler. Und ich bin mal gespannt, wie viel Eindruck wir von diesem Mod hier bekommen. Ich denke mal, es wird nicht so viel sein. Es wird nur das eine Spiel hier sein. Hunter! Alex Hunter scores! And what a day for these two great friends, Hunter and Walker. Jesus. Well, what a day for this pair. First Gareth Walker scores. And now Alex Hunter on their debuts at Stamford Bridge, no less. Alex Hunter's goal. Well, in attacking players, you're looking for composure in these circumstances. So ist das. So ist das. So ist das. A shock for Chelsea. They trail. Das ist doch mal nice, oder? Guter Einstand. Wayne Rooney. Well, they're in a good position here. Manchester United gonna try one now. With this goal advantage. And now the shot. Hunter. Ey. Kann doch nicht sein. Es hätte das nächste Tor sein müssen. Good through pass. And it could be for Manchester United. He's got his shot off now. But he's too quick for the opposition. They knew about him, but they couldn't stop him. Anthony Martial. Ich hätte gerne eine Vorlage gemacht, aber auch nicht schlimm. So führen wir jetzt 3-1. Und ja. Wir machen unserem Kollegen Konkurrenz.
Und ja, das ist schon mal geil. Mit Jose Mourinho. Als Trainer. Gucken, ob er sich auch mal bereit erklärt, mit uns persönlich zu sprechen. Aber das macht er sowieso nicht. Ist er sowieso so ein Arrogant, da gibt es nicht viele, mit denen er so viel redet und von denen er viel hält, außer Zlatan Ibrahimovic. Das ist einer seiner Lieblinge. Manchester United putting this attack together well. Nein! Terrific stop! Rooney, Alter, du Lappen. Du spritzige. Courtois. Hunter trying to find a way through. Tries the through pass. Here's Hunter. He's only done it again. Alex Hunter, what an entrance. Two for him now. Bounce. He's going to make the headlines in the morning, isn't he? What an impact he's made off the bench. Two goals. Well, he's doubled up here with his second goal. And he took Zweites Tor, erstes Spiel, Alter. Und ich glaube, damit machen wir, schinden wir gerade richtig, richtig dicken Eindruck bei Jose Mourinho. Have lost their will to support, I think. Well, haven't they just? You could hear a pin drop here. Hoffe ich zumindest. Heading for the exits, they're not impressed. Chelsea running out of chances now. I think this is going to be kitchen sink time, Martin. Now, plenty of long balls into the box, trying to get on those knockdowns. Rooney. Nemanja Matic. Here the challenge is a good one. Here's Martial. Marcia. Ja, so ist das. Now it's with Hunter. They're on the attack here. Guter Pass. Looking for Carrick. Well, they've wasted that crossing position, haven't they? Easily cleared. So, ja. Ey, lass mich mal hier durch. About to be taken. Ey. Smalling. Sollte mich eigentlich ja durchlassen. Ich wollte, dass er mir einen ganz normalen Pass spielt. Ach, geh doch mal weg da. Hunter, 9,4. Er guckt schon entspannter, der Jose Mourinho, nach dem 4-1. Hier ist William. Hey. Remy. And he's got the ball away from him with the tackle. Well, they move forward again with Alex Hunter. It could be a chance. Was war das denn? Oh, no scraps for the attackers to feed on from the goalkeeper that time. Vergebene Chance, kriegen wir direkt Minus. Ja, hätten wir eigentlich den Hattrick machen müssen. Here's Hunter. Trying to thread it through here. Ey, ist Rückspiel. Rückpass. Freistoß und so. Good anticipation by Terry there. Schwache Passansage. Dafür kriegen wir dann jetzt auch Minus. Cool, cool. Ich bin mal dann gespannt, wie es dann bei dem normalen Beer Pro sein wird. It's Alex Hunter. Ballverlust. Okay. Comes in strongly. Well, he's threaded the pass through neatly. Shot on. He wasn't fazed by facing a player. Alle gehalten, wunderbar. Well, he's got his defender. So, und spielen wir nach vorne. Und da ist er Sieg mit 4-1 und jetzt bin ich mal gespannt, was der Jose so zu erzählen hat mit einem Doppelpack von Alex Hunter. Well, to make your debut is exciting enough, but to score two goals away from home,
Ich glaube, jetzt singt aber auch keiner mehr. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Beeindruckt in den Boss. Ziel 7 von 0. 9,2 Teamspieler. Ja. Positives Ergebnis haben wir auch. Ich hätte gerne noch eine Vorlage gehabt, aber hätte nicht. Sollte nicht sein und ja. Naja, nicht ganz so schlimm. Und da ist es. Das erste Tor vom Alex Hunter. Gespielte Minuten 20, zwei Tore, Vorlagen leider 0. Versucht zu passen, statt den Gegner den Ball zu geben. Okay, deswegen dränge deinen Gegner ab und bleibe unbedingt am Ball. Ja, da kriegen wir dann noch Tipps oder Manager-Feedbacks, was wir richtig gut gemacht haben, was wir jetzt eher nicht so gut gemacht haben. Und ja, jetzt kommt hier, glaube ich, die nächste Szene. Da sollen wir bestimmt zum Bossi rein. Okay, ich drück dann mal und bin dann mal gespannt, was jetzt kommen wird. Alex, a dream debut for you. I bet you couldn't have imagined you'd be stood here talking with us today. A couple of months ago, you were on the fringes of the squad. Then a couple of injuries and suddenly you're on the first team. How does it feel to have scored on your debut? Ich bin für die Chance dankbar. Ich hätte nicht damit gerechnet zu spielen. Man trainiert, um in richtigen Momenten momentbereit zu sein. You prepare so that you can seize the opportunity when it comes. Injuries or no, this was mine. I've scored that goal 1,000 times before in training. So I wasn't gonna let the chance pass me by. Now that I've got the taste for it, I can't wait to start scoring more. An emotional day for you all around, Alex. A comment on sharing your debut with your lifelong friend and teammate Gareth Walker. Das hätten wir uns anders vorgestellt. Das war ein besonderer Moment. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Das war ein besonderer Moment. It was a special moment for sure. I won't be forgetting it in a hurry. Alex, the team comes away with a win. Any comment on the 3 points tonight? Das Team hat gut harmoniert. Jedes Team kann jedes Spiel gewinnen. Ich will mein Team immer zum Sieg verhelfen. Well, team played well together as a unit. Boss is always reminding us about how every point is vital, and so it feels good to have gotten all three. Thank you, Alex. Thank you. We've heard a lot about the talent of this young man, Alex Hunter. He had a wide choice of clubs to sign for. Today his journey begins as he makes his Premier League debut. Hunter, Frostbite. I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. Hunter Walker. Anything like this. Yes! A goal for Alex Hunter on his debut. You're in the big league now. You have to raise your game. You need representation, you call me. Wow! Check this place out! Just don't get too carried away. Ich hoffe, wir können auch das Trikot dann rauspacken. Weil davon werde ich auf jeden Fall dann ein Let's Play machen. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Walker, Hunter. Es ist September. Welcome to the Premier League. This young man has everything. We're gonna make history. Incredible Hunter! Incredible Hunter. My name is Alex Hunter. You don't know me. But believe me, you soon will. FIFA 17 to January. Ja, wie gesagt, am 29. kommt's, glaube ich, raus. Und dementsprechend werde ich auch darüber ein Let's Play machen, also The January auf jeden Fall, finde ich schon sehr nice und meiner Meinung nach, wenn die so einen Mod da reinknallen, der für mich jetzt am Anfang schon sehr episch aussah und auch echt Bock gemacht hat, hier so das mit dem Interview und wie gibt man sich als Spieler, da hat man ja da letzten Endes dann auch gesehen, wegen den Follows dann hier bei Twitter oder Facebook oder wo die mir sonst auch dann da folgen, dem Hunter.
dass sie runtergehen oder hochgehen oder du dir Pluspunkte beim Trainer holst. Und natürlich ist, denke ich mal, am Anfang gut, dass man ein bisschen auch Punkte von Trainer holt, weil vielleicht wird man ja dann eher aufgestellt oder vielleicht auch mal kriegt man dann dementsprechend auch früher mal die Chance zu spielen, wenn man sich ein bisschen bei ihnen einschleimt. Da bin ich mal gespannt, was das denn letzten Endes für Auswirkungen haben wird, wenn man eher so der Fanliebling ist und der Trainer dann sagt, das ist nicht so ganz mein Fall, was dann passiert. Oder wenn man voll ja der Arschkriecher ist, auf gut Deutsch gesagt, und die Fans einen dann nicht so mögen. Mal gucken, also da bin ich echt mal gespannt, wie sich das Ganze auswirkt, und ich werde mir überlegen, wie ich dort die Karriere dann angehen werde, ob ich dann eher so einer werde, okay, ich kriege den Trainer total im Arsch, oder ich bin eher so, ja, ich brauche die Fans, ne, also ne, auf die Fans höre. Mal gucken, vielleicht machen wir da auch dann ein Zwischending, wenn es denn da losgehen wird mit dem Let's Play von The January. Ich hoffe, es hat euch Bock gemacht, hier zuzugucken, jetzt hier bei FIFA. Ich weiß, ich habe jetzt am Ende ein bisschen viel gelabert, aber es ist spielerisch schon mal, ist schon was anderes jetzt. Also so meiner Meinung nach, die Pässe wirken nochmal anders. Ich habe mir in letzter Zeit viel FIFA 16 gezockt. Man sieht auch, die Animationen sind gewiss auch anders und flüssiger und schicker. Da braucht man ja nicht drüber diskutieren, genauso wie der Rasen. Und an sich alles. Ich bin dann aber auch letzten Endes mal gespannt, gibt es mehr Game Faces jetzt oder ist der Rest wieder nur Humbug und die haben nur die besten Vereine da gut animiert reingemacht, oder haben sie die anderen jetzt mit dieser Engine vielleicht jetzt auch mal überarbeitet und sie sehen toller aus. Ich bin mal auf den Beer Pro Mod gespannt, wie der sein wird, wenn The January schon so anfängt. Vielleicht gibt es bei Biapo auch mal so ein bisschen mehr Interview und so. Oder gewisse Möglichkeiten. Und auf den Manager-Modus bin ich da mal richtig gespannt, ob man da vielleicht auch mal wieder mehr Bezug hat. Jetzt auch mal vielleicht bei FIFA 16 war das mit dem Trainingseinheiten war schon nice, definitiv. Aber ich hoffe, dass man da auch wieder Trainer einstellen kann, Fitnesstrainer, ne? Psychologen oder was und sowas wieder, ne? Wie, ich weiß nicht, bei welchen FIFA war das denn zuletzt? 09, 10? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Da konnte man das noch machen. Und ja, wie gesagt, ich bin da mal gespannt und wir hören uns dann zum Release von FIFA 17. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Tschüss, bis dann.